Podiumsgespräch zum Thema queeres Christentum hier beim zweiten Litfest Homochrom in Köln. Unterstützt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Kunststiftung NRW. In der kommenden Dreiviertelstunde wollen wir ein bisschen ins Gespräch gehen. Wir wollen das vertiefen, was ihr und sie möglicherweise gerade schon gehört habt, nämlich das Thema Queersein in der Kirche, in Deutschland vor allem. Wir wollen aber auch ins Gespräch kommen mit Menschen, die sich alle in irgendeiner Form in der Kirche engagieren. Und die Frage wird sein, für welche Kirche man sich eigentlich engagiert und wie sich diese Kirche momentan entwickelt. Das wird auch eine der Fragen sein, die ich stellen werde, die Sie und ihr möglicherweise auch stellen werdet, weil wir am Ende die Diskussion auch öffnen möchten. Aber am Anfang möchte ich Ihnen die Gäste hier einmal noch mal kurz vorstellen, auch für die, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir haben einmal Ramona Krämer. 1992 im Saarland geboren, hat praktische Theologie und soziale Arbeit studiert und ist heute Bildungsreferentin bei der katholischen Jungen Gemeinde im Erzbistum Köln und Mitglied der Steuerungsgruppe von Out in Church. Dann haben wir Veronika Gräve, Jahrgang 1990, Religionswissenschaftlerin und Doktorandin der Pastoralpsychologie, Co-Sprecherin des katholischen LSBT-Plus-Komitees und Aktivistin bei Out in Church. Ganz zur Linken oder zur Rechten von Ihrer Seite aus gesehen, Hendrik Johannemann ist Doktorand an der Freien Universität Berlin, forscht zur Queerfeindlichkeit in Südkorea, ein Land, in dem, glaube ich, ungefähr ein Drittel der Menschen christlich sind. Außerdem engagiert er sich seit langem in der Initiative Queer Cusanus, das ist ein Zusammenschluss queerer Stipendiaten des Cusanus-Werks, und er setzt sich ein für eine queerfreundliche Kirche, unter anderem beim Synodalen Weg, dem Reformprozess der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Und wir haben Ines Paul Baumann, Pastor an der MCC Köln, das ist die Metropolitan Community Church, rechtsrheinisch in Köln-Humboldt, ja, ungefähr. Rechtsrheinisch reicht. Rechtsrheinisch reicht, ja. Schweigen die meisten entweder schon aus oder schon ein. Das ist nur für Insider. Ja, Ines Paul Baumann hat in Kleve Gender und Diversity studiert, gibt Workshops zum Thema Queer und christlicher Glaube und berät Regenbogenfamilien. Herzlich willkommen euch allen. Mein Name ist Tobias Alterhänger, ich bin Journalist und arbeite als Moderator bei WDR 2. Und zu meiner eigenen kirchlichen Karriere kann ich nur sagen, ich war irgendwann mal Messdiener, habe ungefähr 1000 Theologen in der Verwandtschaft, bin aber selber seit vielen Jahren nicht mehr in der Kirche. Ich würde Ihnen und euch im Publikum gerne die Biografie der Menschen hier auf dem Podium erst kurz noch ein bisschen näher bringen und dann würden wir in die Diskussion einsteigen, wie die Situation von queeren Christen aller Geschlechter und Identitäten ist, wo die ganz großen Probleme sind in der Kirche in Deutschland, gerade für queere Menschen, die vielleicht auch arbeiten in der Kirche oder im kirchlichen Umfeld und wie wir perspektivisch dahin kommen, dass die Kirche ein queerfreundlicher Ort wird oder ob das überhaupt eine Perspektive ist, die wünschenswert ist, weil möglicherweise die Institution als solche das gar nicht mehr hergibt. Das werden Punkte sein, über die wir reden wollen. Und wie gesagt, am Ende der Diskussion, je nachdem wie wir zeitlich liegen, können Sie, könnt ihr gerne auch selber Fragen stellen. Fangen vielleicht mal an mit Ines Paul Baumann. Ich habe schon gesagt, ist Pastor an der MCC Köln. MCC steht für die Metropolitan Community Church. Das ist ein weltweites Netzwerk von Freikirchen vom Ursprung her, ja, kommen wir gleich vielleicht nochmal im Detail mehr drauf, vom Ursprung her erstmal mit einem Fokus auf die schwul-lesbische Szene inzwischen, aber nicht mehr so ganz, ja, so gut, musst du gleich sagen, wie es richtig ist, und mit einem generell inklusiven Ansatz. Was ist denn bei euch anders, jetzt kannst du alles richtig stellen, was ich gesagt habe, was ist denn bei euch anders als in anderen Kirchengemeinden? Also normalerweise betone ich eher, was bei uns ähnlich oder gleich läuft wie mit anderen Kirchengemeinden, weil gerade wenn Kirche im Licht der Öffentlichkeit so viel zu kämpfen hat, im Moment finde ich es wichtig, auch Gemeinsamkeiten zu betonen. Und insofern freue ich mich heute auch Teil einer Kirchenvielfalt zu sein und nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander zu reden. Das finde ich ist immer erstmal aus unserer Perspektive ganz wichtig. Wir wurden gegründet ein Jahr vor dem CSD von dem Menschen, der ein Jahr nach dem CSD auch den ersten Gay Pride veranstaltet hat, zusammen mit zwei anderen. Also 1970 war die erste Erinnerung an die Stonewall Riots und ein Jahr vorher hat derselbe Mensch, auch weil er schwul war, da kommt es wahrscheinlich her mit dem Schwerpunkt, gesagt, wir brauchen eine Kirche, wo nicht Leute darüber entscheiden, wer zum Abendmahl kommen darf, wer was machen darf. Wir brauchen eine Kirche, die offen ist mit allem, was wir mitbringen, die vielfältig ist in unseren Gottesbildern, in unseren menschlichen Bildern, in unseren sexuellen Orientierungen, in unseren geschlechtlichen Identitäten, aber auch in den Theologien. Insofern ist es nicht entstanden aufgrund einem neuen Dogma, wo jetzt wieder alle in der MCC das Gleiche glauben. Auch Ortsgemeinden
Das sind alle ganz unterschiedlich. Da gibt es keine Person, die sagt, das ist die Liturgie, die für alle gilt und Kirche muss so aufgebaut sein, sondern MCC ist immer das, was Leute vor Ort draus machen. Und das kann in Köln ganz anders sein als in Stuttgart oder Hamburg. Aber ist es per Definition eine Freikirche? Es ist eine eigene Kirche. Also Kirche ist ja nicht Kirche. Das ist ja von Land zu Land ganz unterschiedlich verfasst. Wir sind in Deutschland keine Landeskirche, nicht in diesem Kirchenrecht drin. Wir kriegen keine Kirchensteuern. In anderen Ländern mit anderem Kirchenrecht sind wir Kirche. Deutschland denkt bei Kirche, USA, amerikanischer Name, dann oft eher an Sekte. Aber ist auch gut, immer erstmal zu prüfen, wohin geht. Finde ich, ist ganz, ganz gesund. Insofern sind wir eine Kirche. In Köln sind wir organisiert als Verein und haben aufgrund unserer kirchlichen Tätigkeit den gemeinnützigen Status. Aber ich finde es also, ja, später. Bei dir ist es ja so, du bist ja jetzt als Pastor da tätig, du hast aber ja in ganz verschiedenen anderen Berufen auch vorher schon gearbeitet. Wie war denn dein persönlicher Weg zum Pastor an der MCC? Ja, ich wurde als Kind wieder, also nicht getauft, jetzt bin ich Pastor, haha. Ich bin nicht in einem kirchlichen System aufgewachsen, ich glaube, das muss man auch wissen, um zu verstehen, wie ich vielleicht auch manches anders sehe, weil ich einen anderen Weg gegangen bin. Also für mich hat auch allein, dass ich jetzt transmaskulin bin, hieß für mich nicht, ich möchte im System Mann anerkannt werden. Oder mein Beziehungsleben war für mich, Eheöffnung war mir Schnuppe, weil ich fand, Ehe war immer privilegiertes System mit Ehegattensplitting, Monogamie war auch alles nicht meins, wollte ich auch nicht rein. Familiengründung, du sagst, das war für mich auch nicht das Ideal. Vater, Mutter, Kind, nur mit anderen besetzten Personen. Also ich bin immer so ein bisschen so, nicht in das System reingegangen, sondern habe immer versucht, mir zu dem bestehenden System Alternativen zu schaffen, wenn sie mir nicht gefallen haben. Und so bin ich halt auch auf MCC gestoßen, weil für mich gar nicht reizvoll war, jetzt als geouteter Transmensch in so einer Kirche sein zu dürfen oder dann Priester sein zu dürfen. Ich fand eher, wir brauchen gar keine Priester. Okay, dazu kommen wir vielleicht dann später noch, wenn wir über queere Berufe oder Menschen, die queer sind und Berufe in der katholischen Kirche ausüben oder in der Kirche generell. Gehen wir mal rüber zu Ramona Krämer, die ursprünglich mal Gemeindereferentin werden wollte, also Verkündigung, Liturgie, Diakonie, sehr nah dran am Pastor und dann gemerkt hat, das kann ich eigentlich nicht machen, wenn ich mich die ganze Zeit verstecken will. Was war das für eine Erkenntnis, was war das für ein Gefühl, wo ihr erstmal ein ganzer Lebensplan wahrscheinlich in sich zusammengefallen ist? Ja, genau das war's. Also so, okay, das war eigentlich der Plan und das geht jetzt einfach so nicht. Das ja, war ein schlimmer Moment irgendwie, weil natürlich erstmal alles, worauf ich auch so hingearbeitet habe und wo drin ich unterwegs war, einfach weggebrochen ist und dann ist erstmal irgendwie eine Leere da so und was mache ich jetzt damit? Ich muss mir irgendwie alles neu überlegen, aber wie ich auch in dem Beitrag, in dem Buch schreibe und was ja, was wirklich mir ganz viel Kraft gibt, ist, dass es auch so ein Moment war, dass ich in diesem Moment wusste, ich tue das mit Gott. So, Gott ist in diesem Moment bei mir, Gott gibt mir gerade die Kraft, mir selber einzugestehen, wer ich bin. Gott gibt mir die Kraft zu sagen, okay, dann ist es jetzt ein anderer Weg und Gott wird den mit mir gehen. Und das hat mir da einfach ganz viel gegeben und begleitet mich seitdem und ich habe gute Alternativen gefunden. Ramona Krämer ist auch zu sehen in der ARD-Dokumentation Wie Gott uns schuf, genauso wie Veronika Gräve und Hendrik Johannemann auch. Und bei dir, Veronika, habe ich gesehen, dass du mit dem Gedanken gespielt hast, Ordensfrau zu werden und gesagt hast, am schwierigsten war es eigentlich, selbst nicht out zu sein, aber immer zu hören, was nicht queere Menschen so sagen über queere Menschen. Was waren das für Erlebnisse da? Ich glaube, es gab sehr, sehr viel, also ich genau, was, wir haben jetzt irgendwie auch schon so ein bisschen drüber geredet, über irgendwie so internalisierte Homonegativität oder irgendwie, ja, woher auch so dieser Hass kommt. Also ich weiß gar nicht, ob ich heute noch sagen würde, dass die anderen Personen nicht vielleicht auch queer waren. Das ist, glaube ich, immer noch so eine Mutmaßung. Meine Ex-Freundin meinte mal, nein, wenn du mir Fotos von der Ordensgemeinschaft zeigst, das sieht aus wie der Lesbenverein. Genau, aber was für mich schwierig war, war dann glaube ich doch einfach immer, also wir hatten dann eine Ausbildung, ja, und dann immer wieder so, entweder so kleine Kommentare oder auch so Ausbildungsinhalte, wo irgendwie, ja, dann doch nochmal so ein bisschen
Ideen waren, wenn Jugendliche mit anderen Jugendlichen Kontakt haben, die homosexuell sind, dann werden sie auch homosexuell. Oder es gab dieses, zu dem Zeitpunkt gab es diese irgendwie sehr unglückliche Äußerung von Papst Franziskus, naja, wenn ein Kind homosexuell ist, soll man doch irgendwie zum Psychiater damit gehen. Also eigentlich sowas, ne, in Richtung Konversionstherapie. Und ich habe dann mit einer anderen Person in diesem Ordenskontext drüber gesprochen und da kam dann, naja, aber diese Personen würden ja doch schon unter ihrer Homosexualität leiden. Und das, glaube ich, so dieser Moment zu sagen, hey, stopp, ich bin homosexuell oder ich bin queer und ich leide da nicht drunter, ich leide gerade unter deinen Aussagen, ich leide unter dem, was da irgendwie so ein Papst sagt. Das waren, glaube ich, so Momente, die einfach dann ja irgendwie sehr komisch waren und sich auch irgendwie sehr unecht angefühlt haben. Und was dann jetzt nicht der einzige Grund war, aber schon einer der Gründe war, wo ich dann gemerkt habe, okay, also so schön ich, glaube ich, Ordensleben und auch ein Leben, was sich irgendwie so ganz Gott schenkt und so schön ich das finde, was, glaube ich, auch gerade Ordensfrauen in der Welt bewegen und auch, ich glaube, man kann eben wahnsinnig viele feministische Aspekte abgewinnen. Also schön ich das alles finde, war dann für mich schon irgendwann der Moment zu sagen, okay, das ist nicht mein Weg und das passt nicht. Bei Hendrik Jörnemann, auch dich habe ich ja in der Doku gesehen, wie Gott uns schuf. Du hast gesagt, mit 11 oder 12 war dir im Prinzip klar, ich bin nicht heterosexuell, ich bin nicht so, wie die Kirche mich haben will. Warum hast du dich trotzdem in einem ja sehr frühen Alter mit dieser Erkenntnis entschieden, in einem Bereich zu arbeiten, der ja schon sehr eng dran ist an der Kirche? Also man hätte ja auch einfach sagen können, ich mache dann was völlig anderes, stattdessen schreibst du ein Sachbuch. Wie kam das? Na, arbeite ich wirklich nah an der Kirche? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich versuche Kirche immer noch für mich selbst und auch für meine Umwelt zu analysieren, glaube ich. Also sei es in Korea die Queerfeindlichkeit, diese sozialen Bewegungen da, die hauptsächlich protestantisch-evangelikal sind, oder auch jetzt in einem Sachbuch katholisch und queer zu zeigen, was, ja, es ist kein soziologisches Buch, aber trotzdem kann man da ganz viel rausziehen, was macht Queerfeindlichkeit in der Kirche, im kirchlichen Raum, in christlichen Familien mit diesen Menschen. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Für mich, das immer noch weiter verstehen zu wollen, also ich kriege es nicht zusammen. Wie kann man diesen christlichen Glauben, dieses Evangelium, die christliche Botschaft, liebe deinen Nächsten wie, sich selbst, wie dich selbst, wie kriegt man das zusammen mit manchen Sachen, die im Katechismus der katholischen Kirche stehen? Ja, und da bin ich noch auf der Suche, nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern auch ja, aktivistisch bei diesem synodalen Weg, dem Reformprozess. Ich habe die Lösung noch nicht gefunden. Wir können aber ja vielleicht trotzdem das als Ansatzpunkt nehmen, um in die Diskussion einzusteigen, weil du ja sagst, du analysierst. Was würdest du denn sagen? Wie ist die Situation queerer Menschen in Deutschland in der Kirche? Also jetzt nicht die, die in der Kirche arbeiten, sondern die vielleicht einfach nur sagen, ich möchte gern zum Gottesdienst gehen. Und wie nimmst du diese Situation wahr? Große Frage, ich weiß. Es ist eine große Frage und ich glaube, man kann manchmal Glück haben, dass man einen netten Priester, eine tolle Gemeinde hat vor Ort, sei es auf dem Land, für mich war das eher nicht so, ich komme aus einem kleinen Dorf, oder in einer großen Stadt, aber was ganz klar ist, als queere Person bist du eigentlich immer auf der Suche, würde ich sagen. Also du gehst nicht in eine Kirche und hörst eine Predigt an und kannst dich wohlfühlen. Du weißt nicht, was die Leute, die da vorne stehen, vielleicht sagen. Oder wenn es danach dann ein Gemeindekaffee gibt, wie reagieren andere Gemeindemitglieder? Und da bin ich persönlich und ich glaube viele andere Menschen auch immer sehr vorsichtig. Und in Vergangenheit war dann häufig die Lösung, nun gut, so ein bisschen das, was Ines Paul gesagt hat, wenn es mir woanders nicht gefällt oder wenn ich mich nicht wohlfühlen kann, wenn ich Angst haben muss, diskriminiert zu werden, dann baue ich mir halt meine eigene Gruppe. Und da gibt es ganz, ganz viele lesbische, schwule, queere Angebote auch, die neben der normalen Kirchenstruktur bestanden haben und bis heute bestehen. Und ich glaube, jetzt ist es erst in letzter Zeit so, dass auch mit Out in Church, mit der großen Outing-Aktion sich da was ändert und ja auch, manche wissen es vielleicht, ganz viele Regenbogenflaggen an Kirchtürmen aufgehängt wurden, wo dann wirklich ein Zeichen gesetzt wurde. Zum Beispiel auch in meinem Heimatdorf hätte ich vor 10 Jahren nie gedacht, dass das möglich ist. Aber jetzt weiß ich halt, okay, zumindest der Kirchengemeinderat steht zu mir. Also nicht konkret jetzt, aber ich kann da hingehen und ich muss keine Angst haben. Und das ist schon toll und das ist eben auch durch die Sichtbarkeit entstanden, die wir jetzt seit, ich sag mal, ja, gut einem Jahr oder einem halben Jahr jetzt haben.
Was sich da ändert durch so Aktionen wie Out in Church zum Beispiel, ich glaube, darauf können wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen mit euch beiden. Vielleicht aber erstmal Ines Paul die Frage. Hendrik sagt gerade, es kommen dann Leute, die sich was Eigenes suchen, weil sie mit den Strukturen in der Amtskirche oder in der Kirche generell nicht klarkommen. Ist das bei euch auch so, dass da viele Leute zusammengekommen sind, die enttäuscht sind von dem, was sonst so angeboten wird? Ja, also MCC ist wirklich an vielen Punkten ein Begleitprogramm für Menschen, die versuchen, Glauben noch irgendwie leben zu können, in einer Welt, wo Kirchen es ihnen so schwer machen. Und also jetzt nicht nur in meiner Seelsorge oder in der Gemeinde, sondern auch im Beratungszentrum, wo ich arbeite, begleite ich Menschen von den Symptomen und Prozessen her, die Sektenaussteiger sind. Die kommen aus der römisch-katholischen Kirche und haben dieselben Ängste, Sorgen, Paniken, sozialen Ängste, wie Leute den Sekt verlassen. Und ich finde, das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über römisch-katholische Kirche reden. Es ist nicht nur, da hängt jetzt eine Regenbogenfahne. Die Regenbogenfahne hängt immer noch am Kirchturm und du bist immer noch abhängig von einem Gemeinderat, der dich willkommen heißen darf. Allein das, finde ich, ist extrem schwierig. Meine Erfahrung ist, je weiter unten wir im Level sind der Hierarchie, desto einfacher ist es. Es gibt ganz viele queere Gruppen in vielen verschiedenen Kirchen verschiedenster Art, aber ich finde, da ist queer halt auch nicht queer. Queer ist für viele ein Sammelbegriff für Homosexualität oder eine Vielfalt an geschlechtlichen Identitäten. Für andere heißt queer aber auch, es ist ein schräger Blick. Ich meine, Perspektive ist, Systeme in Frage zu stellen, statt ihnen partizipieren zu wollen. Oder wo du gesagt hast, ich bin da raus, weil mir der Level zu weit niedrig war. Ich will gar nicht auf den hohen Level, solange es diese Hierarchien gibt. Also damit finde ich, da sind auch nicht queere Menschen gleich queere Menschen. Da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse. Und deswegen gibt es dann auch zum Glück viele unterschiedliche Kirchen, die das unterschiedlich auffangen oder zur Zeit auch unterschiedlich vermasseln immer noch. Wie das geht in der Akzeptanz queerer Menschen und was da vielleicht der erste Schritt sein kann oder wie die Kirche da auch reagieren kann auf Entwicklungen, darauf würde ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen, aber wie seht ihr das? Ich meine, jetzt sagt Ines Paul, das sind im Prinzip Sektenaussteiger, die da zu ihm kommen. Ihr seid ja drin und ihr versucht das System von innen heraus zu verändern. Wie nehmt ihr sowas wahr? Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr große Bandbreite, ne? Also in der katholischen Kirche weltweit, aber auch in der katholischen Kirche in Deutschland. Also wir haben Gemeinschaften, da würde ich sagen, ne, das geht Richtung Sekte und da spricht man auch so von katholischen, sektenähnlichen Strukturen. Und dann haben wir aber auch eine Jugendverbände, wo irgendwie selbstverständlich die Regenbogenfahne da ist, wo irgendwie selbstverständlich irgendwie mit einem Sternchen gegendert wird, irgendwie studierenden Gemeinden, die offen sind. Genau, ich glaube, da gibt es eine sehr, sehr große Bandbreite und das ist, glaube ich, das, was mich schon auch noch ermutigt, dabei zu bleiben, darauf zu hoffen, dass es die queerfreundlichen Strukturen sind, die sich durchsetzen werden. Vielleicht kennst du noch? Ja, ich kann das auch nochmal sagen. Mein Kontext ist ja Jugendverband so und ich sage immer, wir müssen auch dabei sein zu sagen, wir sind Kirche. Ne? Also es ist nicht so eng, was Kirche ist. Auch wir sind da Kirche und das dürfen wir selbstbewusst sagen und auch unseren Raum dafür einfordern. Und das klappt gerade in dem Kontext, wie ich das erlebe, ganz gut, dass wir wirklich sagen, das ist hier unser Ort und den gestalten wir eben auch nach unseren Regeln. Und da ist es eben dann anders als Amtskirche das vielleicht vorgibt und dann ist es da auch für Leute ein guter Ort. Darf ich vielleicht noch ergänzen? Wir reden jetzt ja nicht nur über so also römisch-katholische Kirche oder MCC, es gibt ja auch zum Beispiel die evangelische Landeskirche, wo ganz viel Vielfalt auch schon gelebt hat, wo ganz viele Schwulen und Lesben im Pfarrhaus wohnen. Aber es ist halt immer noch ein Pfarrhaus, da bin ich dann wieder raus. Und es sind vielleicht auch Schwule und Lesben, wenn wir über queere Menschen sprechen, da ist die Definition ja deutlich weiter. Also würdet ihr sagen, vielleicht gerade in Bereichen, wo die Akzeptanz schon eine höhere ist, ist die Akzeptanz eine andere, ob man zum Beispiel ein schwuler Cis-Mann ist oder eine lesbische Frau, die sagt, ich lebe in einer festen monogamen Beziehung, als wenn man möglicherweise eine nicht-binäre Person ist oder vielleicht polygam oder polyamorös lebt. Geht es da Schritt für Schritt oder ist die Akzeptanz gerade in diesen Jugendorganisationen schon so weit, dass es im Prinzip das ganze Spektrum abdeckt? Ich würde sagen, wir sind da auch auf dem Weg so und in einem Prozess und das bildet, glaube ich, auch ganz gut gesamtgesellschaftlich das ab. Also dass wir an Stellen für homosexuelle Menschen schon ein bisschen weiter sind, als dass viele Menschen mit einer Trans- oder Nicht-Binarität
erleben, dass, ja, dass wir da noch mehr dran arbeiten müssen. Und das sehen wir bei uns auf jeden Fall auch. Also es ist das Thema innerhalb der Initiative, dass wir immer wieder gucken, okay, wir dürfen auch die Leute aus dem Transspektrum nicht irgendwie übersehen. Wir müssen uns da immer wieder aktiv auch darauf beziehen, dass es eben in den Fokus kommt. Wir machen die Erfahrung, dass Medien den Teil so ein bisschen ausklinken und in erster Linie dann immer von Homosexuellen reden, wo wir ja sehr aktiv irgendwie daran arbeiten, dass es das ganze Spektrum abbildet und thematisiert wird. Und auch in Jugendverbänden ist es so, dass wir das Thema auf dem Schirm haben und uns da aber auch so ein bisschen mehr noch mal reinfinden müssen. Wir haben bei der KLG jetzt zum Beispiel unsere Strukturen noch mal entsprechend angepasst. Ganz lange, seit es den Verband gibt, leben wir in einer paritätischen gleiches Recht für Männer und Frauen Struktur. War auch immer sehr wichtig und wir haben aber gemerkt, das ist ja gar nicht mehr zeitgemäß. Darum geht es eigentlich gar nicht. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das tatsächlich abbilden können und haben halt unsere Strukturen dementsprechend jetzt auch auf eine Vielfalt von Geschlechtern angepasst. Veronika, wolltest du noch? Yeah. Ich hätte es nochmal gesagt, ne, am Anschluss an Ramona, ich glaube, die Stärke von Out in Church ist schon auch, dass irgendwie sehr, sehr klar war, wir reden nicht nur über schwule Priester und ich habe das Gefühl, so im katholischen Kontext ist es ja auch immer schon krass, wenn man sagt, man redet über die lesbische Gemeindereferentin, wow, krass, Frauen haben eine Sexualität. Und genau, und das Stärke ist natürlich, dass auch nicht binäre Transpersonen, dass einfach da wir da auf dem Weg sind. Ich glaube, was man schon sagen kann, es gibt jetzt einen Entwurf für die Grundordnung des kirchlichen Dienstes. Also das war ja eine unserer Forderungen mit Out in Church, dass das kirchliche Arbeitsrecht überarbeitet wird. Bis dato sieht es dort, wo in den Bistümern den Dienst noch nicht ausgesetzt ist, vor, dass man eben auch bei einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft gekündigt werden kann, also wenn man zivil eine Ehe schließt. Da passiert das ganz viel, da gibt es einen Entwurf der Grundordnung, wo eben gerade das Privatleben ausgenommen ist, wo man bei einer gleichgeschlechtlichen Beziehung nicht mehr gekündigt werden kann. Diese ganze Grundordnung ist aber sehr, sehr binär geschlechtlich aufgebaut, also es geht dann um die Gleichstellung von Männern und Frauen. Das ist ein super wichtiges Thema, weil Gleichstellung auch von Cis-Frauen ist in der katholischen Kirche noch lange nicht erreicht, aber da merken wir, dass einfach noch wahnsinnig viel zu tun ist und es einfach da gerade sehr, sehr wichtig ist zu sagen, ne, geschlechtliche Identität muss mitgedacht werden, trans muss mitgedacht werden und gerade auch nicht nur transbinär, sondern eben auch transnichtbinär. Ja, gerade in diesem großen Kontext arbeiten in der katholischen Kirche, es sind jetzt Schritte auf dem Weg, aber ob die dann so umgesetzt werden, das ist ja dann auch immer die Frage. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, okay, ich muss im Prinzip mein Privatleben verstecken, wenn ich in der Kirche arbeiten will, weil wenn ich irgendwie meine Partnerin heiraten will, dann werde ich möglicherweise gekündigt etc. Und es ist ja auch irgendwie eine große Verlogenheit der Kirche, die einerseits sagt, wir wissen, dass es diese Menschen gibt und wir brauchen diese Menschen, aber sobald sie sagen, wir leben es aus, dann haben wir die Möglichkeit zu kündigen. So. Da würde ich mal die Frage stellen, warum sollte man überhaupt für so einen Arbeitgeber arbeiten wollen? Ich glaube, was wir jetzt auch gerade bei den Lebenszeugnissen sehen, ist, dass es ja einfach Personen sind, die in einem Kirchenkontext aufgewachsen sind, wo vielleicht auch manchmal die Entscheidung, welchen Beruf nehme ich, da war, bevor überhaupt so ein innerer Coming-out-Prozess überhaupt stattgefunden hat. Und dann würde ich sagen, dass es viel um persönliche Gottesbeziehung geht oder auch darum, dass man in einem konkreten Arbeitsfeld dann doch was verwirklichen kann. Und genau, was ich glaube ich sehr, sehr sagen würde, was ich sehr stark mit Out in Church war, auch einfach dieses zu sagen, naja, wir sind da, wir haben vor zu bleiben, also kommt da irgendwie drauf klar und ja. Wie kann das konkret gehen, also vielleicht Hendrik auch synodaler Weg, was könnt ihr konkret tun, um wirklich Druck aufzubauen, damit es Schritte gibt, dass es besser wird in der Kirche? Also ich habe beim synodalen Weg gemerkt, dass die Aktion Out in Church wirklich richtig viel Druck in den Kessel gegeben hat. Da haben sich dann auch Bischöfe hingestellt und haben dann behauptet, uiuiui, ja, wir wussten ja gar nicht, dass es euch allen so schlecht geht. Also das ist dann wirklich Heuchelei vor dem Herrn. Du hast es schon gesagt, oder wir haben es alle gesagt, natürlich ist denen das klar. Also das war wirklich sehr, sehr hilfreich, auch für diesen Beschluss, also diese Grundordnung, das veränderte kirchliche Arbeitsrecht, das wird auch beim synodalen Weg verhandelt. Und dann ist aber eine wichtige Sache auch, und da muss noch viel getan werden, glaube ich. Sie wissen, dass es die Menschen gibt, aber sie wissen häufig nicht, was das ist. Was ist trans? Was ist Intergeschlechtlichkeit? Das merken wir auch gerade beim synodalen Weg bei uns in dem Synodalforum. Wir haben auch einen sogenannten Handlungstext in der Pipeline, also einen Beschlusstext, den wir jetzt einbringen in die Vollversammlung, wo das hoffentlich dann durchgeht in erster und zweiter Lesung, wo es um einen neuen Umgang der Kirche mit Trans- und Intermenschen geht.
Und wir müssen jetzt tatsächlich, also und ich finde es gut, dass wir es machen, eine Infoveranstaltung vorher machen. Ich hoffe, dass auch ganz viele Bischöfe kommen. Große Einladung, wenn das jetzt irgendjemand hört von den Herren, dass sie halt einfach mal ein bisschen Verständnis aufbauen oder einfach auch mal, was wir heute gemacht haben vorher, die Lebenswelt dieser Menschen bei uns in der Kirche wahrnehmen und eben auch wahrnehmen, aha, das ist nicht ein Auswuchs der Gender-Ideologie, das sind kirchliche, gläubige Menschen, die dabei bleiben wollen, die den Kirche und Glauben, den Jesus irgendwie total am Herzen liegt. Ja. Wie schwer das sein kann, das sehen natürlich die Menschen, die hier in Köln zu Hause sind, die jetzt wiederholt einen konservativen Knochen als Erzbischof hingesetzt bekommen haben. Das ist ja durchaus nicht das erste Mal, dass das hier passiert. Das ist ja wirklich schon fast Gehässigkeit, kann man den Eindruck gewinnen, wenn man in einer Stadt wie Köln lebt, wo letztes Wochenende irgendwie 1,5 Millionen Menschen die Pride gefeiert haben. Wie kann das denn gehen mit so einem Personal? Ich weiß, das ist jetzt möglicherweise nur eine Figur, aber es gibt auch andere. Wie schafft man es denn, auch die konservativen Stimmen in der katholischen Kirche davon zu überzeugen, dass das nicht irgendwelche merkwürdigen Menschen sind, die aufgrund der Gender-Ideologie sich ein Hobby suchen, sondern dass das einfach Menschen sind, die sich für die Kirche engagieren wollen? Wie funktioniert das? Indem sie kommen, aber wenn sie nicht kommen? Ich kann ganz, ganz eindeutig jetzt behaupten, dass Erzbischof, wie heißt der, Kardinal Wölki nicht zu dieser Veranstaltung kommen wird und auch ein paar andere Kandidaten nicht. Ja. Und ich muss auch ganz hart sagen, und da bin ich von überzeugt, und das ist traurig, manche werden wir nicht überzeugen können. Die sind so stark in ihrer Ideologie, in der kirchlichen, erzkonservativen Ideologie verhaftet, haben nur Scheuklappen auf, sehen nur die vermeintliche Wahrheit, die sie vorantreiben möchten, die werden wir nicht überzeugen. Und da ist auch die Gefahr, dass das aber auch diejenigen sind, die ganz häufig nach Rom fahren, im Vatikan, Lobbying gegen die Prozesse, die gerade in Deutschland laufen, betreiben. Naja, und meine große Hoffnung ist, dass wir diejenigen, die also auf der Kippe stehen, dass wir die noch kriegen. Und ich glaube, dass in Deutschland tatsächlich, also bei allen schwierigen Menschen, die da in Machtpositionen sitzen, dass sich da was geändert hat, dass da mehr Verständnis ist. Auch durch den synodalen Weg, durch Out in Church. Und die müssen wir kriegen. Ich sehe Zweifel bei Ines Paul. Ich kann einfach wirklich nur mit Verblüffung zuhören, weil das bei uns so anders ist. Also bei uns kommt alles von unten. Bei uns hat nie Mensch eine Leitungsposition, die nicht gewählt wurde. Wir haben alle 3 Jahre Weltkonferenz, wo alle Gemeinden eine Stimme haben, alle vom Klerus eine Stimme haben. Wir zusammen über Sachen diskutieren und Sachen beschließen. Also allein so ein Prozess. Also deswegen sitze ich hier so mit krausen Augen, weil das für mich wirklich fremd und befremdlich ist. Also danke, dass ihr das macht in so einem System. Ich könnte es nicht. Das ist auf jeden Fall ein Problem, einfach, dass das System eine Hierarchie ist und dass wir alle Gemeinden vor Ort für uns gewinnen können und an allen Regenbogenfahnen wehen und es erstmal nichts ändern wird, weil wir eben darauf angewiesen sind, dass die machthabenden Männer ebenfalls wollen. So, und dass die tatsächlich ja eben auch bereit sind, Veränderungen mitzutragen. Und wie Hendrik sagt, wir hoffen darauf, dass wir irgendwie genügend auf unsere Seite ziehen können und im Zweifel dann ja Personen wie Kardinal Wölki auch vielleicht mitziehen müssen, wenn es alle anderen tun. Ein nicht ganz unwesentlicher Mann sitzt in Rom im Vatikan. Was spielt Papst Franziskus in dieser ganzen Diskussion für eine Rolle? Ich würde sagen, eine ambivalente. Also, ne, also genau, wir haben ja, ich glaube, ja, genau, diese Flugzeuginterviews von ich schicke das Kind zum Psychiater bis zu wer bin ich denn, jemanden zu verurteilen. Es gab jetzt anlässlich, glaube ich, das weltweiten synodalen Prozess nochmal, dass eine queere US-amerikanische katholische Gruppe irgendwie plötzlich nicht mehr auf einer Website war und dann irgendwie es trotzdem eine Entschuldigung gab und dann wieder hinzugefügt wurden. Also ich glaube, es ist so ein, ja, es ist, glaube es ist beides, ne? Auch so dieses zu sagen, naja, queere Leute sollen nicht aus der Familie verstoßen werden, dann kann man natürlich sagen, ja, wow, das ist, also ich glaube, gerade wenn wir weltweit auf die Kirche gucken, wenn wir zum Beispiel in Kontakt mit also christlichen Aktivistinnen aus Ghana, das sind einfach, ne, da geht es jetzt um irgendwie Kriminalisierung von Homosexualität, da ist es schon mal, glaube ich, sehr, sehr viel, wenn ein Papst sagt, irgendwie, ich verurteile nicht oder die Person soll nicht aus der Familie geworfen werden.
Gleichzeitig gab es jetzt auch wieder eine Einlassung von ihm, wo er irgendwie, naja, irgendwie auch, glaube ich, kranke Kinder, straffällige Kinder mit irgendwie homosexuellen Kindern verglichen hat. Also es sind immer wieder so Punkte, wo man merkt, ja, da ist so ein Defizitdenken, auch gerade gegenüber queeren Personen da. Und ja, wo man, genau, wo man merkt, da bewegt sich ja nicht so viel. Oder auch dieses, dass er in Argentinien schon, naja, irgendwie die Einführung von Lebenspartnerschaften zum Teil mitgetragen hat, aber um dann die Ehe für alle eher zu verhindern. Also ich würde sagen, es ist eine ambivalente Rolle. Es ist, glaube ich, unter Papst Franziskus, gerade weil er auch einen sehr pastoralen Ansatz hat, also wo es weniger darum geht, wie ändere ich Kirchenrecht oder was mache ich mit dem Katechismus, sondern wie begleite ich Menschen in der Praxis, dass das, glaube ich, schon einfach nochmal ermutigt und auch wirklich gerade in der pastoralen Praxis auch nochmal ein bisschen mehr Freiräume schafft. Also auf jeden Fall, ich würde sagen, dass unter Papst Franziskus so eine Kultur der Angst, die wir vielleicht noch unter Papst Benedikt erlebt haben, dass das schon sich aufweicht. Jetzt ist die Zahl der Kirchenaustritte so hoch wie nie. Gerade hier in Köln gab es ja erst letzte Woche neue Zahlen. Das liegt natürlich auch an dem Umgang der Kirche mit Missbrauchsskandalen in der Kirche. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, naja, wir haben jetzt so eine Kirche, die Missbrauch wirklich systematisch vertuscht und auf der anderen Seite aber queeres Leben in den eigenen Reihen verurteilt und unterdrückt. Da kann man natürlich, wenn man das mal auf die Spitze treibt, diesen Gedanken fragen, warum wäre eine Reform der Kirche in Richtung Queerfreundlichkeit eigentlich überhaupt noch wünschenswert? Warum sagt man nicht einfach, wir heben diese ganze Verzahnung auf von Kirche und Staat und jeder, der will und glauben will, organisiert sich in der Kirche, wie zum Beispiel bei Ines Paul. Bei dir bin ich mir relativ sicher, was deine Antwort sein wird, aber ich würde da tatsächlich mal die Runde machen. Warum lohnt es sich aus eurer Sicht oder auch nicht, die Kirche zu reformieren von innen? Also ich glaube, es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Anknüpfungspunkte, die auch queere Menschen an Kirche haben, was, glaube ich, sehr, sehr oft schon begegnet ist, irgendwie so der Begriff Heimat und dann aber auch immer wieder die Frage, in einem unserer Beiträge in dem Buch ist das, muss ich mir diese Schmerzen der Heimat irgendwie aus dem Herzen reißen? Also ich glaube, dass da katholische Kirche schon an einem Punkt auch einfach Heimat ist, gerade katholische Liturgie oder, ja, na, also ich glaube, es gibt schon so bestimmte Sachen, wie sagen wir es, ne, ist katholisch und das ist irgendwie so Heimat, was man, glaube ich, sonst natürlich kann man das auf einer theoretischen Ebene auch immer sagen, okay, Kirche ist irgendwie auch gesellschaftlich ein wichtiger Player und dann ist es natürlich, wenn es um die Verhinderung der Ehe für alle und so weiter geht, ist das irgendwie sehr traurig und sehr schrecklich. Wenn ich jetzt aber gerade auf eine Asyldebatte schaue, würde ich sagen, ne, da ist Kirche auch ein Player, den ich mir eigentlich auch gesellschaftlich wünsche. Und dann kann man natürlich auch immer noch, wenn man jetzt über eine Kirche verlassen, nicht Kirche nicht verlassen, natürlich argumentieren, welches System trage ich mit, wenn ich Kirchenmitglied bin, welches System trage ich auch mit, wenn ich Kirchensteuern zahle. Und aber auch zu sagen, es kann sich lohnen, Kirche von innen zu verändern, weil gerade eine, also queere junge Personen, wenn die in eine katholische Familie geboren werden, wachsen sie da erstmal auf. Oder auch, wenn wir schauen, wie stark irgendwie Politik und Kirche doch auch heute noch verflochten sind, kann es sich auch lohnen, da zu sagen, ich habe eine Kirche, die bei bestimmten Themen vielleicht keine Lobbyarbeit mehr macht und bei bestimmten Themen dann Lobbyarbeit macht. Genau, das sind, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Punkte. Ramona? Es ist einfach so eine große Ambivalenz zwischen diesem, ich weiß ja, welche negativen Dinge alle passieren und ich weiß auch, dass mit dem, dass ich ein Teil davon bin, ich natürlich dieses System irgendwie mitstütze und ich sorge dafür, dass es auch die positiven Seiten gibt, die dann vielleicht vermeintlich auch nochmal extra in den Fokus gerückt werden, um es irgendwie zu beschönigen oder so. Also das ist was, ja, was einfach klar sein muss, dass es das gibt und dass ich aber trotzdem finde, erstmal bin ich da so reingeboren, sage ich mal, und habe da ja meinen Raum und habe auch mit einer Gruppe meinen Raum, wo ich einfach ja gute Erlebnisse habe und anderen gute Erlebnisse geben kann. So, und das ist auf jeden Fall gut, dass es das gibt. Und gleichzeitig ist man eben trotzdem ein Teil von diesem System und auch ganz persönlich muss ich sagen, das ist halt ein Faden, der mich an die Kirche bindet, der wird auch immer dünner. Also mit sämtlichen Dingen, die da passieren, wird es weniger und ich stelle mir die Frage immer wieder so, wie lange kann ich es noch aushalten? Und ich bin halt jetzt an dem Punkt, dass ich sage, wir haben hier gerade eine Chance, vielleicht was zu verändern und ich bin, ja, habe noch die Kraft, dafür zu kämpfen und es zu versuchen, damit vielleicht, weiß ich nicht, in ein paar Jahren, Jahrzehnten, es für andere irgendwie cooler ist und wir die Gespräche nicht mehr führen müssen. Aber ich kann alle Leute verstehen, die sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter und ja, habe aber noch ein bisschen Hoffnung und bleibe erstmal. Ines Paul? Du bist nicht allein,
es gibt immer wieder Menschen, die in dem MCC kommen wie so eine Art Tankstelle, um dann wieder bei sich vor Ort weiter rackern, weiter kämpfen zu können. Das finde ich, also mich hat das sogar manchmal auch eher wieder versöhnt, weil mir diese Menschen mitgeteilt haben, was ihnen so wichtig ist an Kirche. Und ihr habt schon ganz viel davon benannt. Ich glaube zusätzlich, manchmal ist die Botschaft einfach stärker und die ist einfach, also Jesus ist einfach unschlagbar, der kann auch nicht kaputt gemacht. Also wer Auferstehung hat, kann auch von der römisch-katholischen Kirche nicht kaputt gemacht werden. ja. Hendrik. Also ich wurden schon ganz viele tolle Punkte genannt. Ich glaube auch, ne, dass du sagst, Jesus ist immer auf diejenigen zugegangen, die halt ausgestoßen worden sind, die irgendwie am Rande der Gesellschaft waren. Jetzt macht es leider die Kirche intern mit sehr vielen Personengruppen. Also man kann ja auch alle Frauen eigentlich mit reinnehmen. Ja, und da müssen wir die Botschaft Jesu eigentlich weiter noch stärker machen. Was für mich aber auch ein wichtiger Punkt ist, Veronika hat es angedeutet, also ich mache es auch aus Solidarität mit so vielen anderen Menschen, die vom katholischen Einfluss eigentlich ja einfach ganz viele Nachteile erfahren weltweit. Und da glaube ich, dass Deutschland, die deutsche katholische Kirche relativ progressiv ist im Vergleich, kann man tatsächlich sagen. Aber anderswo richtet sie so viel schlimmere Dinge noch an. Und da muss man gar nicht nach Ghana gehen oder nach Lateinamerika. Das ist hier ganz in der Nähe von uns, in Polen, in Ungarn, geschehen schlimme Dinge. Die polnische Bischofskonferenz fördert aktiv Konversionstherapien, will irgendwie Kliniken aufbauen, mit katholischen Flaggen dran. Und sorry für die harte Wortwahl, da kriege ich das Kotzen. Und auch, dann denke ich halt, in Polen sind auch total viele Menschen mutig und gehen auf die Straße und versuchen auch innerkirchlich was. Aber ich glaube, dass wir auch hier aus Solidarität agieren müssen, weil wir, glaube ich, doch noch uns mehr trauen können schon in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es, ja, Zusatzgedanke, ich weiß nicht, ob alle Menschen sich dadurch solidarisch unterstützt fühlen, wenn Menschen in einer römisch-katholischen Kirche verbleiben, die solche Dinge tut. Also es kann auch umgekehrt verstanden werden, wieso trägst du es noch mit? Ihr habt es vorhin auch gesagt. Ich erlebe, dass einfach viele Menschen die Zeit nicht mehr haben, die Kraft nicht mehr haben, sich dem zu stellen, dass die jetzt eine Kirche brauchen, die jetzt schon angstfrei ist und nicht irgendwann, dank eures Einsatzes, vielleicht irgendwann an dem Punkt ist. Es gibt Menschen, die brauchen es jetzt. Das ist wahrscheinlich sehr individuell, wann der Kipppunkt erreicht ist. Ich würde tatsächlich jetzt kurz die Diskussion noch öffnen wollen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, 5-6 Minuten. Es gibt Fragen aus dem Publikum und wir können direkt hier vorne anfangen. Am besten eine Frage und auch sagen, an wen, es sei denn, sie geht an alle. Also ich habe eigentlich in erster Linie, könnt man jetzt von mich hören, ich habe eigentlich in erster Linie erstmal eine Frage an die beiden lesbischen christlichen Damen hier. Ich weiß nicht, ob die sich als lesbisch-christliche Damen bezeichnet oder haben, vielleicht wie, fragst wie du erstmal. Oder auf jeden Fall scheinen sie ja in katholischen Institutionen ganz gut zu arbeiten. Würde mich mal interessieren, wie sie zu dem Paragraphen 218 stehen oder das Recht auf Abtreibung. Wir haben jetzt einen ganz aktuellen Rollback in Amerika. Und so würde mich mal interessieren, wie lesbische Frauen eigentlich zu der Abtreibungsfrage stehen. Wollt ihr dazu trotzdem was sagen? Ich kann gleich einen Punkt machen, was ganz spannend ist an dem Entwurf für die neue Grundordnung, dass da zum Beispiel jetzt, ne, gleichgeschlechtliche Partnerschaften raus sind, das Privatleben raus ist, dass aber immer noch ein Kündigungsgrund die Propagierung von Abtreibung ist, wo es einfach auch eine ganz große Bandbreite gibt, wie das ausgelegt werden kann. Was ich jetzt ganz spannend fand, es gab einen, glaube ich, Social Media Post von einer katholischen Frau, die meinte, naja, es ist in Solidarität mit allen, die, und das geht es gar nicht um 218, sondern um die Abschaffung von 219a, die sich jetzt nicht trauen zu sagen, dass sie das gut finden, weil sie einen katholischen Arbeitgeber haben. Also ich glaube, wenn wir mit dem queeren Thema durch sind oder parallel zum queeren Thema, brauchen wir noch sehr, sehr viele Coming-outs in der katholischen Kirche. Ich finde auch, dass nicht nur Cis-Frauen für das Thema zuständig sind, das ist eine Verantwortung aller und es gibt auch andere Menschen, die schwanger werden können als nur Cis-Frauen. Ich bin gerade ein bisschen empört, merke ich. Aber gut, das führt vielleicht auch gerade ein bisschen weg, wer da noch weiterlesen will. Veronika Greve twittert auch zu diesem Thema, habe ich gesehen. Da kann man auch ein bisschen was nachlesen. Da hinten ist eine Frage. Es fiel eben das Beispiel Ghana. Der Einfluss des Papstes auf Ghana, bitteschön.
die römisch-katholische Kirche hat vielleicht 15% Gläubige in Ghana. Es gibt 2,5-mal so viele Muslime, es gibt 2-mal so viele Evangelikale. Der Einfluss des Papstes auf Ghana ist, glaube ich, nicht ausschlaggebend für die Situation der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Hier muss sich was ändern. Wenn der Papst irgendwas sagt, wie man mit Kindern in Ghana umgehen soll, das ist ja schön von ihm. Aber wie die Heilige Römische Mutter mit Kindern in Deutschland umgeht, wäre vielleicht ein Thema für die römisch-katholische Kirche in Deutschland. Was wäre konkret Ihre Frage? Meine Frage ist, was hat jetzt Ghana mit meiner Situation zu tun? Und warum reden wir eigentlich die ganze Zeit oder fast ausschließlich von der katholischen Kirche? Es gibt ja mindestens 2 in Deutschland. Ich sagte ja mindestens. Eine, die seit einem Vierteljahrhundert Frauenordination hat, eine, die seit 150 Jahren besteht und den Papst jetzt nicht für unfehlbar hält, die die apostolische Sukzession hat, die theologisch gut aufgestellt ist, also und immer mehr katholische, römisch-katholische Kirchenangehörige wechseln dorthin. Also wo ist die Wichtigkeit der römisch-katholischen Kirche noch? Danke. Hendrik, möchtest du? Oder? Also zu der Sache mit Ghana, ich finde das auch sehr, sehr relevant für uns. Eben wurde schon der, genau, aber eben wurde der Backlash angesprochen in den USA, auch was Transrechte anbelangt. Und das passiert nicht nur in Ghana, es passiert in ganz vielen afrikanischen Ländern, es passiert in Europa. Und ganz ehrlich, in Deutschland sehen wir das doch gerade auch. Ich weiß nicht, ob Sie die Diskussion mitbekommen haben um diesen, ich will es eigentlich gar nicht erwähnen, diesen Vortrag an der Humboldt-Universität, der dann abgesagt wurde. Also da gibt es auch große Kräfte, die das hier versuchen. Und auch wenn es nur 15% KatholikInnen in Ghana sind, muss doch auch da den Menschen geholfen werden, auch diesen 15%. Und ich glaube schon, dass die katholische Kirche als Lobbying, die römisch-katholische Kirche, ich glaube, wir differenzieren ja eigentlich schon relativ gut in dieser Runde, aber nun gut, dass die römisch-katholische Kirche halt so ein wichtiger Player ist in Gesellschaften, in Politik und dass, wenn Papst Franziskus übrigens seine eigene kirchliche Lehre in Ghana beachten würde, da wird nämlich im Katechismus gesagt, ja, die Identität dieser Menschen, der homosexuellen Menschen, muss man akzeptieren. Dieser Gesetzentwurf in Ghana will die Identität an sich kriminalisieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da setzt sich dann die ghanaische Bischofskonferenz hin und unterstützt diesen Gesetzesentwurf, was gegen römisch-katholische Lehre spricht. Also ich glaube, wir können das nicht alles auseinanderdividieren. Und klar, es gibt in Deutschland auch die AltkatholikInnen, aber, was ich eben auch schon meinte, trotzdem müssen wir auch als großer römisch-katholischer Player unsere Position ändern. Wenn sich das nämlich nicht ändert, dann ja, ist dieser große, schlimme Einfluss immer noch da. Gut, dann gucke ich auf die Uhr und habe den Eindruck, wir könnten hier wahrscheinlich noch eine Stunde länger diskutieren, aber es geht weiter im Programm um 19 Uhr mit der nächsten Lesung, dann von Ursula Knoll. Sie liest aus ihrem Roman Lektionen in dunkler Materie. Ich sage vielen Dank an Hendrik Johannemann, Ines Paul Baumann, Veronika Gräve und Ramona Krämer für die Diskussion und vielen Dank Ihnen. Kurze Pause, bis gleich.